Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht ein paar Literaturtipps hätte. Und die habe ich natürlich. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Nämlich, ihr findet jetzt im Anschluss einfach mal eine Empfehlung zu diesem Buch. Und wenn euch die Hintergrundgeschichte interessiert zu eben Bestimmungsbüchern und was für Unterschiede es da gibt, was ist ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch, was ist ein nicht wissenschaftliches Bestimmungsbuch, dieses hier zum Beispiel, was muss man da beachten und überhaupt, wie funktioniert das Ganze, was macht ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch aus, all sowas erkläre ich im zweiten Teil, wen das dann noch interessiert. Und wie gesagt, im Anschluss findet ihr eine einfache Empfehlung zu diesem Buch, dass ihr euch bedenkenlos zulegen könnt, wenn ihr euch dann ganz intensiv mit Pflanzenbestimmung auseinandersetzen wollt. Wenn ihr euch nicht ganz intensiv damit auseinandersetzen wollt, dann ist das Ding nichts für euch. Dann tut es für den Anfang irgendein, was blüht denn da? Oder ja, oder auch einfach nur YouTube-Videos. Wie gesagt, im Anschluss das Ding, zweiter Teil. Hintergründe. Hier wollen wir jetzt auf das entsprechende Buch detailliert eingehen und das machen wir jetzt. Und wie es heißt und wie es aussieht, seht ihr ja hier. Die Frau Lüder kenne ich nicht persönlich und ich bekomme auch wirklich nichts dafür, dass ich sage, dass dieses Buch gut ist und hoffe, dass Frau Lüder nichts dagegen hat, wenn wir hier ein kleines bisschen reinschauen, weil irgendwo ist es ja dann doch wieder Werbung für sie und denke mal, ich werde nicht verklagt, wenn man jetzt hier mal ein kleines bisschen in dieses Büchlein reinguckt. Schönes zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, einfach erstmal dieser Übersichtsdeckel. Da hat man alle wesentlichen Dinge, die man im Laufe der Zeit vergisst, nachdem man einmal mit diesem Buch umgehen konnte, auf zwei Seiten kompakt. Sehr schön finde ich auch einfach, dass da noch ein Lineal dabei ist, weil einem das halt auch gerne mal fehlt. Einfach mal draußen und ob das Ding jetzt 5 oder 6 oder 7 oder 8 cm lang ist, kann man zwar einigermaßen abschätzen, aber es schadet auch nichts, wenn man da wirklich noch ein Lineal zur Verfügung hat. Es gibt auch teilweise Angaben so und so viel Millimeter lang und dann ist das schon relativ hilfreich. Auf der Rückseite gibt es dann nochmal wesentliche Dinge zur Blütenarchitektur, die aber auch im Buch detailliert beschrieben werden. Und das ist einer der drei wesentlichen Unterschiede, die dieses Buch von einem Standardbestimmungsbuch, also ein wunderbares Bestimmungsbuch, absolut zuverlässig und gilt als eines der Standardwerke der Pflanzenbestimmung. Das Ding ist schon gut, aber das ist halt wirklich für Profis. Und dieses Ding hier unten drunter will halt eben dem Anfänger erklären, wie man sowas verwendet. Das ist so die Intention dahinter, vermute ich. Also wenn ich Frau Lüders richtig verstanden habe, das ist übrigens die Rückseite und so sieht die Frau Lüder aus. Entschuldigung, habe gerade Lüders gesagt, meine ich natürlich nicht, die Frau Lüder. Und jawohl, ja. Das ist halt eben entsprechend die Rückseite. Und wie gesagt, all diese doch auf den ersten Anblick mal sehr kompliziert aussehenden Dinge, sowas wie hier K5 oder 5B, 5, S5, F3 und ein Strich drüber und so ein Zeug. Das hat eine Bedeutung, macht Sinn und ist an den entsprechenden Stellen auch nochmal angegeben. Und wenn man sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzt, sagt einem das sofort was und man weiß, wo man sich befindet. Und dieses intensiv Auseinandersetzen kann man eben mit diesem Buch. Ja, sagen wir mal zu 98% ausschließlich mit diesem Buch tun. Wenn man noch ein ganz kleines bisschen Vorwissen mitbringt, fällt es einem natürlich leichter. Wenn man überhaupt keine Ahnung von Botanik hat, dann kann man ja notfalls auch noch mal was auf Wikipedia nachlesen. Ich denke, das Allermeiste steht wirklich drin. Für mich reicht es definitiv. Jetzt weiß ich halt eben nicht, wie das ist, wenn man wirklich überhaupt kein Vorwissen mitbringt. Aber ich vermute doch, dass das relativ gut machbar ist. Es gibt ein paar schöne Vorworte, es gibt ein paar schöne Erklärungen, wie dieses Buch konzipiert ist, wie dieses Buch funktioniert. Es ist auch ein Wort zum Naturschutz drin, dass man eben keine seltenen Pflänzchen ausreißen muss. Vieles kann man auch bestimmen, ohne es überhaupt auszureißen. Ja, einfach so ein paar Dinge. Und dann gibt es halt einen sehr ausführlichen Teil, der ganz genau so Dinge erklärt, die einfach in einem richtigen, naja, richtigen, also in einem klassischen Bestimmungsbuch als bekannt vorausgesetzt werden. Nämlich Blattrand gibt es zum Beispiel randgradig, gesägt, gekerbt, schrottsägeförmig, gezähnt. Leider sind diese Begriffe hier alle nicht
immer 100% deckungsgleich in allen Bestimmungsbüchern gleich verwendet, aber wenn man sich damit mal ein bisschen intensiv auseinandersetzt und dann einem hin und wieder einfach mal nachguckt, wie verwenden die das, beziehungsweise man bestimmt einfach mal eine Art, die man schon kennt und mit einem neuen Bestimmungsbuch und kann dann kennenlernen, okay, im Rotmaler heißt das Ganze gezähnt, nicht gebuchtet, sondern gebuchtet, das, was hier als gebuchtet steht, steht im Rotmaler als gelappt. Meinetwegen ist jetzt wahrscheinlich nicht so, aber nur so, damit ihr ein Beispiel habt. Und das lernt man dann mit der Zeit einfach kennen. Also macht euch da nicht verrückt. So schlimm ist das dann auch nicht. Aber es wird, wie gesagt, eben alles erklärt. Auch was ein Flieder ist, das wird da auch vorausgesetzt. Was ist eine Blattspreite? Das sind alles so Dinge, die werden immer als bekannt vorausgesetzt und nur in diesem Buch, soweit ich weiß, wirklich zusätzlich noch erklärt. Und dann gibt es halt eben trotzdem auch noch einen Bestimmungsteil. Und dieser Bestimmungsteil, und das ist die zweite Besonderheit, ist zwar wissenschaftlich, aber hat zusätzlich auch noch Fotos. Man hat also quasi einen Hybrid aus einem nicht wissenschaftlichen Bestimmungsbuch, das nur über Fotos arbeitet, und einem wissenschaftlichen Bestimmungsbuch, das fast nur mit Text arbeitet und mal bestenfalls hier so ein paar ganz kleine Darstellungen hat, die aber nicht so hilfreich sind wie der Text an sich. Das ist schon wirklich 99% textbasiert. Das ist eben die Besonderheit. Es sind zusätzlich auch noch Bilder drin. Und der Bestimmungsteil ist auch recht übersichtlich gehalten. Trotzdem verwendet man im Text keine Abkürzungen. Das ist nämlich, wenn man sich jetzt wieder die Alternative anguckt, so, dass da so viele Bäumchen und Pflänzchen und sonstiges Zeug drin sind, dass es einfach gar nicht möglich ist, mit dem Seitenumfang hinzukommen, weshalb viele Wörter abgekürzt werden. Alle Bl, auch die unteren, ungeteilt, höchstens grob gezähnt, gesägt, Ut-Punkt, gekerbt, wenigstens die unteren Bl, dreizählig, gefliedert, gefingert, fliederspaltig, ottbuchtig, gelappt. Also das waren jetzt nur nicht so schlimme Abkürzungen, aber alle Bl, Eifk bis Br-lanzettlich. Das ist dann schon wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also Bl sind Blätter und Eifk sind eiförmig bis br, also breite, lanzettlich, irgendwie sowas. Also so würde ich das jetzt an der Stelle interpretieren, weil ich hatte nämlich gerade eben die ganzen Abkürzungen, die hier verwendet werden, nicht mehr im Kopf. Die stehen aber vorne zum Nachschlagen. Aber bis ihr das so aus dem FF drauf habt, ist einfach mühsam und dauert definitiv noch viel, 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 viel länger, als wenn ihr euch erstmal durch dieses Buch kämpft, in Anführungszeichen. Daher wirklich für Einsteiger ist das eine ganz, ganz super Sache und ich weiß auch und wüsste nicht, dass es ein anderes vergleichbares Buch gäbe, das für Einsteiger die Geschichte so gut darstellt wie dieses. Überhaupt finde ich schön, dass auch die Bilder dann immer irgendwo mit nah verwandten Arten stehen immer beieinander und entweder ist es die oder die oder die. Und man kann, wenn man schon durchblättert, also wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, den wissenschaftlichen Bestimmungsschlüssel zu benutzen oder frustriert ist und mit dem wissenschaftlichen Bestimmungsschlüssel nicht weiterkommt, dann kann man auch einfach so ein wenig durchblättern und gucken, okay, hier sind wir bei dem rosa Zeug, das so komische Blüten Bollen hat, da werde ich schon so ungefähr richtig sein. Und oh hey, das sieht ja fast aus wie das, was ich in der Hand habe. Das ist das, was ich in der Hand habe. Und dann kann man immer ja noch hier nochmal ein bisschen nachlesen und dann quasi auch den Bestimmungsweg zurückverfolgen und rausfinden, wo man denn bei der Bestimmung einen Fehler gemacht hat. Das ist also auch was sicher sehr Sinnvolles, dass man seine Fehler gut nachvollziehen kann. Denn wenn ihr am Anfang mit so einem wissenschaftlichen Bestimmungsschlüssel hantiert, werdet ihr auch Fehler machen. Das kann ich euch garantieren. Es gibt ja immer die zwei Möglichkeiten, dass man entweder eben diese Eigenschaft hat oder man hat sie nicht und dann hat man eine andere. Es gibt gelegentlich, gerade wenn man Anfänger ist, allerdings Situationen, wo man an einen Punkt kommt, wo es nicht die erste und die zweite aber irgendwie auch nicht ist. Normalerweise geht man dann zurück bis zum nächsten Punkt, bis zum letzten Punkt, an dem man gewesen ist und guckt dann da nochmal, okay, jetzt bin ich eben zur Nummer 3 gegangen, jetzt gehe ich diesmal mal zur Seite 89, zum Kapitel 84,2 oder irgendwie sowas und probiert einfach den anderen Weg aus. Man muss das dann halt im Idealfall, beziehungsweise im dümmsten Fall, wirklich ein ganz paar Mal durchprobieren und viele verschiedene Kreuzungen einschlagen, bis man einfach mit der Zeit das Ganze intuitiver und sicherer hinkriegt. Also das kann ich euch garantieren, das wird immer einfacher und ist am Anfang wirklich, wirklich mühsam. Man muss es also wollen. Pflanzenbestimmung ist nicht einfach.
Wichtig in diesem Buch ist übrigens auch noch, dass es einen Familienteil gibt, der zu den einzelnen Pflanzenfamilien, zum Beispiel die Gewolfsmilchgewächse, hier nochmal einen schönen Überblick über wesentliche Eigenschaften gibt und ja, die Bestimmung nochmal ein bisschen vereinfacht, weil man nämlich eben irgendwann in der Lage ist, sofort zu erkennen, dass es sich bei der Pflanze, die man vor sich hat, zumindest mal um ein Wolfsmilchgewächs handelt. Und braucht dann nur noch innerhalb der Wolfsmilchgewächse sich orientieren und schauen, welche Art es denn ist, mit der ich es zu tun habe. Also dieser Aufbau finde ich sehr raffiniert und sehr schön gemacht. Wie gesagt, die tollen Bilder habe ich schon erwähnt. Und was auch aus einfachen Bestimmungsbüchern übernommen wurde, ist, es gibt auch so kleine Symbolchen, die einen dann noch auf manche Pflanzeneigenschaften hinweisen, die für uns interessant sein könnte. Zum Beispiel sehr giftig, 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 giftig. Es gibt natürlich auch Zeug, das ist hier als zum Beispiel als Heilmittel. Was das da bedeutet, weiß ich gar nicht. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind essbar. Ah, hier, das zum Beispiel ist essbar mit dem Besteck-Symbolchen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also das sind einfach nochmal so ein paar kleine Ergänzungen, die gerade am Anfang in der Bestimmungsphase, wenn man anfängt, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, viel Spaß machen, weil man dann gleich noch ein paar Informationen zur Nutzung bekommt, die einfach am Anfang wahrscheinlich für einen interessanter sind, als jetzt die exakte Verwandtschaft dieser Pflanze mit anderen Pflanzen und wo die jetzt ins große System der Botanik einzuordnen ist. Gut. Ein Kritikpunkt habe ich an dem Ding. Teilweise werden im Erklärteil und im Bestimmungsteil unterschiedliche Begriffe verwendet, beziehungsweise im Bestimmungsteil gibt es ganz wenige Begriffe, die im Erklärteil nicht erläutert werden. Das könnte man noch ein wenig nachbessern und damit sind wir beim Knackpunkt. Es gibt nämlich inzwischen eine 5. Auflage und da ist genau das passiert. Da wurde in diesem Bereich definitiv nochmal nachgebessert. Es sind auch nochmal ein paar Arten mehr drin, damit jetzt auch wirklich alles, was häufig ist und auf einer stinknormalen Blumenwiese, wie sie jeder hinterm Haus hat, in Anführungszeichen zu finden ist, ist hier wirklich das allermeiste von vertreten. Ich glaube, in der neuen Auflage, 5. Auflage, ist es dann, sind 600 Pflanzen drin. Ja, das ist auf jeden Fall alles, was häufig ist. Was ihr mit diesem Buch nicht machen dürft, ist irgendwo hingehen, wo ein Sonderstandort ist. Also ein Magerrasen in die Alpen, in die Hochlagen vom, keine Ahnung, auf dem Brocken oder irgendwie sowas. Überall, wo was speziell ist oder ins Moor. Da werdet ihr mit diesem Buch nicht weit kommen, weil da sind die ganzen seltenen Pflanzen und die sind dann nur in sowas hier aufgeführt. Das macht total Spaß, immer dieses Buch ins Bild zu werfen. Also ich kann das bedenkenlos empfehlen. Da hat die Frau Lüder wirklich ein tolles Buch für Anfänger und eben auch Fortgeschrittene, weil ich verwende das selber auch sehr gerne, geschrieben. Und ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wie gesagt, es gibt auch noch eine neue Auflage. Und dann nochmal einmal zur Sicherheit der Hinweis. Ich verlinke euch das Teil zwar, aber ich verdiene daran nichts. Und wo ihr das dann letztendlich kauft, ist mir Schnurz. Ich nehme jetzt einfach meinen Amazon-Link, mir doch egal. Auch wenn Amazon böse ist, aber das ist Google auch und YouTube auch. Und demzufolge ich ja auch irgendwo. Also sind wir alle böse und kauft euch dieses Buch, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Also, dann in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.